Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer des Hauses, ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Abends für Katja Riemann mit Katja Riemann. Und einige von Ihnen waren ja schon dabei im ersten Teil, als wir abgeschminkt gesehen haben und das erste Gespräch mit Kirsten Liese, die auch nach dem jetzt folgenden Film nochmal ein kurzes Gespräch mit Katja Riemann führen wird. Ein langer Abend, ein schöner Abend. Wir haben genossen dieses erste Gespräch, insbesondere weil Katja Riemann nachgespielt hat, wie Katja von Garnier inszeniert. Und das muss man gesehen haben. Da kommt die Vollblut-Schauspielerin raus. War großartig. Ja, und jetzt geht es weiter mit Teil 2, sozusagen, nämlich die abhandene Welt. Der Film von Margarete von Trotta hatte ja auf der diesjährigen Berlinale Premiere. Es war die insgesamt dritte Zusammenarbeit von Katja Riemann mit Margarete von Trotta nach Die Rosenstraße. Der Film, einige werden, von Ihnen werden sich daran erinnern, der Kampf einer Frau in der NS-Zeit gegen Gestapo, gegen das NS-Regime, um ihren Mann zu befreien, und die große Solidarität der Frauen, die ja in Margarete von Trotters Film immer eine entscheidende Rolle spielt, kam in diesem Film von 2003 unglaublich zur Geltung. Und für die Frau mit der Zivilcourage, die ihre eigenen Ängste überwunden hat und dann mitreist in ihrem Widerstand, hat Katja Riemann in Venedig die Coppa Volpi gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Der nächste Film oder der andere Film war Ich bin die andere von Margarete von Trotta aus dem Jahre 2006. Und es sind ja, wir haben vorhin darüber schon gesprochen, es ist ja diese Bandbreite aller Figuren, der Hauptrollen, der Nebenrollen, die Katja Riemann gespielt hat und spielt, die uns so sehr faszinieren, dass sie sich eben nicht festlegen lässt auf einen Typ, auf eine Stereotype, dass sie als Schauspielerin eben so unverwechselbar ist, wie auch im besten Sinne unberechenbar. Ist also nicht so, dass wenn man einen Katja Riemann-Film guckt, von vornherein weiß, ach, jetzt spielt sie wieder diese Rolle. Das ist überhaupt nicht der Fall, und das macht sie, liebe Frau Riemann, glaube ich, so, ja, auch so unverwechselbar und einzigartig im deutschen Film. In die abhandene Welt erleben wir sie gemeinsam mit weiteren starken Frauen des deutschen Films, natürlich mit Barbara Sukowa. Das ist ja sozusagen die Lieblingsschauspielerin von Margarete von Trotta, die, Sie erinnern sich ja auch, vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns ebenfalls zu Gast war. Und auch Barbara Sukowa und die Rollen, die sie spielt, durchaus als ihr alter Ego bezeichnet hat, also Margaretes alter Ego. Und neben Barbara Sukowa und Katja Riemann findet sich noch eine dritte Schauspielerin, die auch eine besondere Rolle im deutschen Film gespielt hat, nämlich Karin Dohr. Und zwar in einer kleinen, aber für den Film doch durchaus gewichtigen Rolle. Karin Dohr ist so eine ganz für diejenigen, also die sozusagen den Mainstream-Film auch der 50er und 60er Jahre kennen, durchaus eine noch sehr, sehr präsente Schauspielerin, die es ja auch immerhin in einen Hitchcock-Film und dort auch durchaus zu einer bedeutenden Rolle gebracht hat. Jedenfalls freuen wir uns auf diesen zweiten Teil des Abends. Wir danken dem Concorde Verleih für seine Kooperation. Heute beginnt der DVD-Start des Films Die abhandene Welt. Und Concorde, ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit. Wird auch, und Sie haben sicherlich Interesse, nach dem Film jedem von Ihnen ein Plakat des Films zur Verfügung stellen. Und bevor Katja Riemann jetzt hier nochmal ganz kurz nach vorne kommt, wollte ich Jochen Ernste von Concord begrüßen, und Sie wollten hier noch auch guten Abend sagen. Also guten Abend an euch alle, herzlich willkommen, einen schönen Abend. Sehr geehrte Frau Riemann, sehr geehrte Frau Dillmann, sehr geehrter Herr Spöri, sehr geehrte Damen und Herren. Als PR-Berater der Position Public Relations aus Köln
Und im Namen unseres Kunden Concord Home Entertainment aus München begrüße ich auch Sie zum heutigen Abend für Katja Riemann hier im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Frauen macht Filme, lautet das Motto des Mainzer Films Festival des deutschen Kinos, mit dem der heutige Abend in enger Verbindung steht. Und wenn ich mir das Programm heute anschaue, liegt mir ein dringender Wunsch auf der Zunge. Bitte Frauen, macht mehr Filme. Vor allem wäre es großartig, wenn mehr Frauen mehr Filme machen würden. Vor allem und überhaupt sollten mehr Menschen, ob Frauen oder Männer, Filme machen, die von Seiten der Macher so persönlich sind und das Publikum so persönlich ansprechen, wie das, was wir hier heute Abend zu sehen bekommen. Margarete von Trotter mit Hannah Arendt, Rosa Luxemburg, Rosenstraße und natürlich Die bleierne Zeit, eine Filmemacherin, in deren Werk immer wieder starke, spannende Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen, ist eine solche Filmemacherin. Das ist auch bei Die abhandene Welt nicht anders. Verkörpert werden die starken Frauen hier von zwei wirklich starken Persönlichkeiten des deutschen Films, von Barbara Sukowa und Katja Riemann. Beide hatten schon zuvor mit Margarete von Trotta gearbeitet, aber hier spielten sie erstmals gemeinsam in einem von ihr inszenierten Film. Die abhandene Welt ist im besten Sinne des Wortes ein typischer Margarete von Trotta-Film und die abhandene Welt ist im besten Sinne des Wortes ein typischer Katja Riemann-Film, weil es ein intensiver Film ist. Katja Riemann spielt mit einer beeindruckenden Präsenz, die sie noch durch den Einsatz ihrer Gesangsstimme unterstreicht. Concord Home Entertainment hat die abhandene Welt heute als DVD, Blu-ray und Video on Demand veröffentlicht. Als Vertreter der Concord, aber auch als großer Filmfan darf ich Ihnen übrigens neben die abhandene Welt auch zwei weitere Filme, die Katja Riemann mit Margarete von Trotta gemacht hat, wärmstens empfehlen. Rosenstraße, wir haben es gerade schon gehört, aus dem Jahr 2003 und Ich bin die andere aus dem Jahr 2006. Beide sind ebenfalls heute Abend hier im Deutschen Filmmuseum erhältlich. Jeder dieser Filme zeigt eine umwerfend spielende Katja Riemann in einem jeweils beeindruckenden Cast und in Szene gesetzt von einer großartigen Regisseurin. Mein Wunsch, Frauen und auch Männer, macht mehr solche Filme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun weiterhin viel Spaß bei diesem ganz besonderen Abend für Katja Riemann. Frau Riemann, darf ich Sie noch einmal... Vielen Dank für diese Rede. Ich hätte jetzt beinahe angefangen zu weinen. Es ist unglaublich. Also so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit und auch Wissen über meinen Filmweg, das habe ich, glaube ich, noch niemals erlebt. Also danke. Wahnsinn. Übrigens, Ich bin die andere ist ein ganz toller Film. Ne? Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Es ist echt ein super Film. Ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen muss ich bei Frauen Macht Filme immer denken an Liebe macht Krieg. Das hat Thomas Brasch inszeniert, Gott hab ihn selig, am Schillertheater in Berlin. Das war Romy und Julia. Und das fand ich wahnsinnig schlauen Titel. Und dann das andere wollte ich erzählen. Zum ersten, herzlichen Gruß von Margarete von Trotter. Bis gestern war ich noch mit ihr zusammen in Kopenhagen auf den Tyskin Filmtage, Deutsche Filmtage. Und sie ist sicher wieder in Paris angekommen, aber sie konnte leider heute nicht hier sein, weil sie so viel gereist ist, dass das einfach nicht in ihren Schedule passte. Bei Margarete darf man eine Sache nicht machen. Man darf nicht sagen, dass man was schön findet, was sie anhat oder die Tasche, die sie gerade umbindet, weil sie einem das sofort schenkt. Mir ist es leider Gottes schon wieder passiert. Ich sagte, mein Gott, du hast ja so einen schönen Ring an. Das ist Margarete von Trotter. Schönen Abend. Ihr Applaus, Frau Riemann. Führen wird. Ich habe Pfefferminztee gekriegt. Wir haben sogar Honig. Hallo. Sie sind alle noch da. Gar keiner gegangen. Da freuen wir uns.
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Riemann, nachdem Sie uns vorhin so eindrucksvoll vorgemacht haben, wie Katja von Garnier Regie führt, würden wir jetzt gerne wissen, wie Margarete von Trotta Regie führt. Wobei sicherlich auch ein wichtiges Detail ist, dass Sie sehr gut miteinander befreundet sind. Und es hier natürlich auch eine sehr persönliche Geschichte ist, die Sie erzählt. Vielleicht sagen wir es kurz nochmal für die Leute, die es nicht wissen, dass Die abhandene Welt ein Film ist, der Margarete von Trottas eigene Geschichte erzählt. Sie selber hat vor vielen Jahren auf einmal erfahren am Rande der Dreharbeiten zu Die Schwestern oder Die Balance des Glücks. Da wurde ein Dokumentarfilm über sie gedreht und in diesem Zusammenhang hat sich eine Schwester bei ihr gemeldet, von der sie bis dato gar nichts wusste. Ja, und Frau Riemann, wie war die Zusammenarbeit? Eine Schwester ist auch gut. Also es war eine Frau, die war jetzt nicht irgendwie eine Ordensschwester oder so, sondern die es entstand durch eine Talkshow, wo Margarete zu ihrem Nachnamen befragt wurde. Von Trotta und sie sagte, nein, es ist der Name meiner Mutter und nicht meines Vaters. Und daraufhin hat sich eben eine Dame bei ihr gemeldet, eine ältere Dame, und gesagt, liebe Frau Trotta, ich würde Sie gerne treffen, ich glaube, ich bin Ihre Schwester. Und das ist so, als sie mir das erzählt hat, das erste Mal hatte ich echt Gänsehaut. Und die Mutter, Margaretes Mutter, mit der sie ein sehr enges Verhältnis hatte, weil sie ist ohne Vater groß geworden, weil der hatte eine andere Frau. Die Mutter war tot zu dem Zeitpunkt. Und Margarete fühlte sich sehr betrogen, dass ihre Mutter ihr das nie gesagt hat, dass sie noch ein anderes Kind hatte, was sie weggegeben hat. Ja. Also das war die ältere Schwester dann. Wobei man da jetzt wirklich nicht davon ausgehen darf, dass das, was ich jetzt gespielt habe in dem Film, die Sophie, Margarete ist. Das ist nicht Margarete, sondern ist also die persönliche Geschichte von Margarete hat sie als Anlass genommen, eine Geschichte zu erfinden und zu verdichten. Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Ja, und wie waren die Dreharbeiten, also diese persönliche Geschichte, wie war das vielleicht auch in der Vorbereitung dieser Rolle für Sie? Gab es da einen besonders engen Kontakt zu Frau von Trotta? Nee, ich habe nicht Margarete gespielt und das war auch gar nicht relevant, das alles zu wissen, sondern diese Figur hat sie erfunden und ich habe sie weiterentwickelt. Ja. Vielleicht können wir über diese Figur noch was sagen. Was hat Sie beim ersten Lesen des Drehbuchs besonders fasziniert oder interessiert, gereizt an der Sophie Kronberger? Margarete hat ja schon viele Filme mit Barbara Sukowa gedreht, wie Sie wissen. Und Barbara hat Rosa Luxemburg gespielt, Hedegaard von Bingen gespielt und Hannah Arendt gespielt. Und ich habe ja nur 3 Filme mit Margarete gemacht. Aber Barbara ist auch ein bisschen älter als ich. Und Margarete sagte, ich möchte meine beiden Liebsten endlich mal zusammen in einem Film haben, was natürlich vor allem für mich eine große Ehre war, mit Barbara Sukowa spielen zu dürfen. Und darum hat sie das für uns quasi geschrieben und hat darüber hinaus uns beiden das Geschenk der Musik gemacht, weil Barbara ist eine wirklich acclaimed classical singer. Haben Sie ja gehört, die kann einfach wahnsinnig toll singen und hat eine Band und ich mache ja auch so Jazz-Zeugs und das hat sie uns dann eben noch so dazugegeben, was natürlich für die Geschichte des Films toll ist, weil zwei Frauen von der gleichen Mutter geboren, aber unterschiedlich aufgewachsen, trotzdem durch das Element der Musik miteinander in Verbindung treten. Das ist natürlich also sehr geheimnisvoll und unbewusst irgendwie so eine Verbindung. Das finde ich ganz toll. Ja, wenn wir gerade über die Musik nochmal sprechen, da haben Sie ja ganz toll, auf tolle Weise zwei Künste verbinden können, die beiden. Und wie hat sich diese musikalische Gestaltung am Film, wie war das, waren das jetzt, haben Sie die zusammengestellt, die Lieder? Haben Sie sie vorher schon mal im Konzert gesungen oder wurden die Die habe ich, finde ich, also mit meinem, der Arne Jansen, der den Pete spielt, ne, der Gitarrist, das ist mein bester Freund. Mit dem mache ich schon sehr lange Musik. Und im Originalmanuskript war es so, dass die Sophie einen Pianisten hat. Und ich habe Margarete gebeten, ob man vielleicht aus dem Pianisten einen Gitarristen machen könnte, weil ich dann mit Arne die komplette Musik vorbereiten könnte und auf diese Weise Margarete auch entlasten. Ich sage, ich würde das dann alles, also Demos machen und dir das alles anbieten. Und dann musst du nur noch aussuchen und ich kümmere mich um den ganzen Rest. Und dann sagt sie, ja klar, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Kann der denn spielen?
Also nicht Gitarre, sondern ne, so. Ich so, ja, müssen wir vielleicht die Texte so machen, dass sie irgendwie ihm nahe liegen. Und ich finde, er hat das ganz toll gemacht. Ich war sehr stolz auf ihn. Und dann sind wir, war Folgendes, dass sie sollte eigentlich mal so eine Jazzsängerin sein. Und nun sagte sie, sie ist eine Blues-Sängerin. Und ich so, Blues? Oh Gott, was habe ich jetzt so, ne? Später, sehr viel später, Margarete ist jetzt nicht da, darum kann ich das sagen. Sehr viel später habe ich realisiert, dass Margarete, die sich also wirklich ein Connoisseur der klassischen Musik ist, nicht so richtig mit Jazz und Blues auskennt und den Unterschied nicht so richtig weiß. Ich war schweißgebadet, dachte Blues und sagte noch zu meinem Mann, der ein super Gitarrist ist und großer AC/DC-Fan, sagte ich, sag mal, Raphael, AC/DC. Die machen doch eigentlich Blues. Ich dachte, ja, natürlich, das ist die beste Bluesband schlechthin. Ich dachte, vielleicht kann man irgendwie AC/DC covern als Blues. Da habe ich dann aber wieder die Finger von gelassen. Und dann musste ich an den Film denken, der mich sehr beeindruckt hat: Searching for Sugar Man, den kennen Sie ja vielleicht und haben ja auch die Musik gehört. Und da dachte ich, Rodriguez, der macht Blues. Und der schreibt tolle Texte und das berührt mich. Dann versuchen wir das doch mal zu covern. Da wären wir dann sogar auch die Ersten in der Welt. Und dann sind wir ins Studio gegangen und haben dann vier Songs von Rodriguez aufgenommen und vier Standards und Material von mir selbst. So alles so ein bisschen bluesig, so getan, als ob. Und dann bin ich mit diesen, ich glaube, es waren 10, 12 Demos, bin ich nach München geflogen zu Margarete von Trotter und habe ihr die alle vorgespielt, habe gesagt, so. Das sind jetzt, also entweder sind Standards oder Covers oder eigenes Material. So richtig mischen kann man das nicht, aber du wählst. Ich hatte aber meine Favoriten und Margarete hat genau meine Favoriten, nicht wissend, dass es meine sind, ausgewählt. Das war natürlich sehr toll. Ne? Und dann haben wir das halt dann richtig aufgenommen. Vorhandene Welt ist ihr dritter Film mit Margarete von Trotter nach Rosenstraße und Ich bin die andere. Genau. Und mich würde doch noch mal interessieren, wir haben jetzt über die persönliche Geschichte von Margarete von Trotter gesprochen, zu diesem Film jetzt, die abhandene Welt. Was macht sie unter den vielen Regiegrößen und Persönlichkeiten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben? Was zeichnet Sie jetzt aus als Regisseurin, so wie Sie sie erlebt haben in allen drei Filmen? Ich habe ja vorhin schon die Geschichte mit dem Ring erzählt. Ne? Und Margarete ist, glaube ich, von den ganzen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, wahrscheinlich die Älteste. Auch wenn wir alle nicht genau wissen, wie alt sie ist. Und was ich bei ihr so wunderbar finde, ist, dass sie ist ein wirklicher Europäer. Sie lebt seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland, sie hat viele Jahre in Italien gelebt. Und jetzt in Paris. Sie spricht vier Sprachen fließend. Sie ist unglaublich gebildet und sie hat aber diese tolle Balance zwischen Kopf und Herz, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Natürlich kommt bei ihr dazu, dass sie mit der Schauspielerei anfing und dann auf die andere Seite ging, auch deswegen, weil Fassbinder immer gesagt hat, ja, und du spielst sie im nächsten Film dann die Hauptrolle. Und sie so, okay, endlich. Und dann war es aber doch wieder nur eine kleine Rolle irgendwie so. Und bis sie dann gedacht hat, nee, dann das wird ja nichts mehr, da muss ich halt das selber machen, sozusagen. Also ich vereinfache jetzt stark. Das ist natürlich gut zu wissen, wenn du mit einem Regisseur arbeitest, der auch um die Ängste des Schauspielwesens weiß. Das ist ja ein völlig absurder Beruf eigentlich, ne? Man verkleidet sich und schminkt sich und dann tut man so, als wäre man jemand anders. Das ist eigentlich bekloppt, so. Wenn man ganz ehrlich ist. Ja, sie liebt Schauspieler und sie liebt Menschen und sie liebt Filme machen. Und sie ist ja auch so, die sagt, ja, das war ja super. Ich sage immer, Margarete, ich glaube, das würde ich, muss ich, glaube ich, noch mal machen jetzt. Also, wenn du das unbedingt noch mal machen willst, ich fand's super. Und dann darf man es noch mal machen und dann weißt du eh, sie nimmt die andere. Den anderen Take. Das ist ein großes Vergnügen, mit ihr zu arbeiten. Man möchte eigentlich, dass so das Leben ein Dreh mit Margarete von Trotter ist. Es ist so, sie bereichert mein Leben. Ich bin glücklich, wenn ich mit ihr bin.
hat sich eigentlich im Laufe der Jahre, Rosenstraße war 2003, wir sind jetzt 2015, die Arbeit durch wachsendes Vertrauen, durch Freundschaft noch verändert, entwickelt irgendwie? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Naja, wie ist das, wenn man sich länger kennt und sich näher kommt? Wie würden Sie das beschreiben? Was, ich finde da die, nicht die Worte, um zu sagen, was das bedeutet. Aber das, denke ich, kennt doch jeder im Raum, ungeachtet dessen, ob man dann im Filmbusiness arbeitet oder nicht. Wenn man sich lange kennt und schätzt und respektiert und liebt. Also, was bedeutet das? Was macht das mit einem? Das kann, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten. Aber ich kann Ihnen eine schöne andere Geschichte erzählen, wie Margarete ist und was vielleicht auch eine Zusammenarbeit, die dann auch freundschaftlich wird, definieren könnte. Als wir ich bin die andere vorbereitet haben, da habe ich eine gespaltene Persönlichkeit gespielt, multiple Persönlichkeit, so heißt es. Also sie waren vier Persönlichkeiten aufgespalten und da gab es eben eine der Persönlichkeiten, die ging als Prostituierte nachts in die Restaurants und Hotels, um so Männer abzuschleppen. Und da gab es so eine Szene, wo sie sich so anbietet und Margarete sagte, können wir mal darüber sprechen, ich habe sowas auch noch nicht gedreht, ich komme zu dir. Und dann kam sie, und ich wohne im fünften Stock, ich habe keinen Aufzug, und dann kam sie die Treppe hochgeschleppt mit so einem Riesenbuch. Und sie sagte, ja, also pass auf, immer so auch diese Nacktheit und Titten und so muss das dann sein. Also ich wollte dir mal Folgendes vorschlagen. Und dann schlug sie einen Katalog auf von Gustav Klimt. Mit so Zeichnungen von Huren. Wunderschöne, nur so hingehaucht, die dann so ein Hemdchen hatten, was so hochgezogen war und so ein Höschen, was so runtergezogen war und so ein Delta hier so. Und dann sagt sie, wie fändest du denn sowas? Und dann habe ich sie wieder so geliebt, wo ich dachte, wir versuchen so eine erotische, fast pornografische Szene zu drehen und wieder ist es so eine unglaubliche Durchdrungenheit von Kultur und Kunst. Und das haben wir haben dann eine der Zeichnungen tatsächlich nachgestellt. Die waren natürlich nicht schwarz-weiß, sondern bunt. Und das, ja, das fand ich toll. So, und das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass wir uns schon gut kannten, dass sie das dann einfach so gesagt hat, komm, wollen wir das mal versuchen. Dann haben wir das gemacht. Sprechen wir noch ganz kurz über Ihr Zusammentreffen mit Barbara Sukowa. Wie hat sie Wenn jemand eine Frage hat, ne? Bitte. Das ist meine letzte Feel Frage. Free. Ja. Ich finde das ganz toll. Ja. Ja, wenn Sie sich trauen. Ich kann auch gerne oder reinrufen. Genau, und ich komme mit Mikro zu Ihnen. Dann einfach kurz ja, teilen. Aber ist ja hier ist ja nicht so groß der Raum. Sonst später. Ja, vielleicht können wir über Barbara Sukowa noch ein paar Sätze sagen, außer dass sie natürlich ganz, ganz lange schon mit Margarete von Trotta dreht. In der Bleiernen Zeit war sie ja auch schon dabei, vor vielen, vielen Jahren. Und wie war ihr Zusammentreffen mit ihr? Sie spielen ja sehr viele Szenen auch gemeinsam. Ja, aber gar nicht genug. Ich finde, wir hätten noch viel mehr Szenen eigentlich miteinander haben können. Das hätte ich schön gefunden. Das war toll, Barbara Sukowa. Ich meine, es ist Barbara Sukowa. Ja. Weißt du? Hallo, es ist einfach so. Und sie ist, ich liebe sie, sie ist wunderbar. Es ist natürlich toll, mit so einer Weltschauspielerin zu spielen, weil das wird ja ganz leicht, weil je besser deine Partner sind, umso weniger muss man ja machen. Das ist so, weißt du, du musst nur noch so den Tennisschläger hinhalten, der trifft immer den Ball, geht da immer rauf. Es ist eine große Freude und Vergnügen und sie ist ein bezaubernder Mensch. Wir kommen beide aus Bremen. Also wir sind beide Norddeutsche und ich finde, wir sind echt gute Schwestern, oder? Wir sehen uns doch auch so ein bisschen ähnlich. Oder? Man kann das voll glauben. Ja. Wäre das eigentlich auch eine Option gewesen, dass Sie die Rollen genau andersrum machen, dass Sie Caterina Fabiani sind und Barbara Sukowa die Sophie Kromberger? Nee, das geht nicht, weil die Sophie ist jünger. Bei aller also, Liebe zu Barbara. Ja, ansonsten vielleicht hat jemand noch von Ihnen eine Frage an Frau Riemann.
Ich gehe erst hier vorne und dann kriegen Sie es. Ich muss ja nicht unbedingt Fragen stellen, oder? Ich kann auch was Schönes sagen, oder? Ja. Jetzt haben Sie so viele Komplimente über andere Schauspieler erwähnt. Aber es geht ja um Sie. Ich finde Sie ganz toll. Dankeschön. Ich muss dazu sagen, das war jetzt vor 20 Jahren, dieser Film. Der hat mich echt... den finde ich immer noch ganz toll. Also den aufgepasst, den ich davor gesehen habe. Ach, den haben Sie auch gesehen? Ja, ich habe beide gesehen. Cool. Ich komme so selten, ich schaue keinen Fernsehen mehr, aber ich bin irgendwo mit diesen damals den Film. Ich kann mich noch daran erinnern, ich muss dazu sagen, ich bin nicht Deutsche, aber für mich war das immer ganz wichtig, wann springt der Funken über. die deutsche Sprache gesungen, aber auch vom Schauspiel. Und ich finde, sie waren eine von meinen Favoriten. Ich fand sie immer wirklich sehr, also es ist irgendwie fast so eine Garantie. Ich weiß, dass sie da drin sind im Film und ich weiß, dass es gut ist. Ja, ich finde es ganz wichtig. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als auch in der deutschen Sprache gesungen wurde. Also die moderne deutsche Musik fällt mir da jetzt ganz spontan ein. Ich weiß nicht, ob das Xavier Naidoo angefangen hat oder nee, Max ich weiß Herre. Es nicht. Mhm. Wer? Max Herren. Oder Max Herren, ja. Aber so ungefähr zur gleichen Zeit und dieser Funke zu den anderen Sprachigen, also da gehöre ich einfach, finde ich, halt dazu. Das fand ich wichtig und ich finde, sie sind genial. Oh. Eine tolle Frau. Vielen herzlichen Dank, you made my day. Da war noch eine Dame. Genau. Ich bin auf dem am Weg. Am Gang. Gangplatz. Bisschen Verdauung. Ich habe auch immer Gangplatz im Kino. Also ich wollte auch da nochmal anschließen, dass sie ja jetzt Barbara Kustukova, die ich auch super, super toll finde. Aber ich bin wegen Ihnen gekommen, weil als ich im September oder wann im Programmvorschau gelesen habe, Katja Riemann kommt, da muss ich unbedingt hin. Die einfach mal live sehen. Ich habe viele Filme von Ihnen gesehen. Aber die Kombination heute noch so dieses Margareta von Trotta, die ich auch liebe, und Barbara Sukowa und Katja Riemann, das ist ja fast wie Weihnachten und Neujahr. Bin ich auch. So, das nur vornweg. Was ich mal fragen wollte ist, oder was ich Sie fragen möchte ist, wie viel Freiraum hat man eigentlich als Schauspielerin selbst zu spielen und wie viele Vorgaben gibt es? Und ist das gleich in Filmen, also für Sie dann als Katja Riemann, oder ist das sehr verschieden? Das wäre meine Frage. Also ich glaube, das ist verschieden je nach Regisseur, je nach Schauspieler und auch je nach Korrespondenz zwischen den beiden Gewerken. Und ich glaube, es hat auch nochmal innerhalb also des Verlaufes eines Lebens oder einer Karriere auch nochmal Veränderungen. So, weil Erfahrung ist, glaube ich, in allen Berufen etwas, was einem, ja, wie soll man sagen, Vertrauen gibt oder eine Solidität oder auch eine, Eloquenz des Handwerkes. Also man kann die Mittel anders einsetzen als auch bedienen und sie werden darüber hinaus vielfältig. Das ist, glaube ich, in allen Handwerken so. Man muss sich immer bewahren vor Routine. Ne, das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. Ne? Routine nicht, dass man Dinge wiederholt. Da muss man, glaube ich, in allen Künsten aufpassen, es sei denn, man zitiert sich oder so. Ich nehme mir Freiheiten, aber nicht, weil ich unverschämt bin, sondern weil ich versuche, immer Dinge noch reicher zu machen, komplexer zu machen, mehr zum Blühen zu bringen. Nicht, um etwas zu reduzieren oder zu sagen, aber wir müssen es so machen, sondern immer noch um, weil Menschen leben. Oder sagen wir mal, Menschen sind ja so vielfältig, die sind nicht nur so oder so. Und ich bringe ja immer mein Leben, mein Dasein sowieso mit. Und das, was ich versuche zu machen, ist so ein bisschen zu kanalisieren dessen, was diese Figur dann benötigt. So, also das heißt, das, was mich immer interessiert, sind Kontradiktionen. Man sagt, jetzt wissen wir, wie sie ist und plötzlich kommt was und man sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nur so kriegt man dreidimensionale Figuren hin und dann fangen die an zu leben oder zu dir zu sprechen, wie sie das so schön sagten, mit dem Funken. Und das ist das, was mich interessiert und das findet ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich vorbereitet auf eine Rolle, natürlich sehr feinmechanisch, würde man vielleicht in einem Handwerk sagen, oder so sind es wirklich ätherische, sind manchmal nur Gedanken oder es ist nur eine Haltung. Weißt du? Oder manchmal ist es ein Weglassen von etwas. Also das, was ich am betrüblichsten finde, ist, wenn man illustriert.
Sie wissen, was ich meine, ne? Wenn man sagt, das ist, also das wissen auch alle Regisseure, mit denen ich arbeite, wenn ich durch so ein Drehbuch gehe, wo ich sage, da, wo ich etwas spielen kann, muss ich nichts sagen. Das ist das Erste, wo ich Sachen wegstreiche. Ich sage, sage ich nicht. Ist das in Ordnung, wenn ich nicht sage, kann ich ja spielen. So, das ist doch gut. Man braucht keiner, der zuhört, sieht ja, was man da spielt. Das wäre so, als wenn einer weint und dann sagt man, ich bin so traurig. Weißt du? Voll die Scheiße, ne? Also ist jetzt ein bisschen sehr grob. Das würde natürlich niemals passieren. Ne? Das Illustrieren findet ja sehr viel, viel zarteren Dingen bereits statt. So, und ich denke, jeder Regisseur freut sich über Kreation, über Vorschläge. So, und das, was sie dann machen, ist vielleicht, dass man sagt, wie Rainer Kaufmann, das war, aber da war ich auch noch jünger, Rainer Kaufmann sagte immer einen meiner Lieblingssätze, weil ich war immer so wahnsinnig ambitioniert und engagiert und sagte, Rainer, pass auf, ich habe mir heute Nacht überlegt, ich könnte doch an dieser Stelle so und so machen, ja? So, und dann mache ich das und dann baue ich das alles übereinander. Wie findest du das? Sagte der dicke Rainer Kaufmann. Das ist eine schöne Idee, Katja. Die lassen wir weg. Ich sag, okay, ja, auch gut. Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, wir müssen mal einen Film machen mit den ganzen weggelassenen Ideen. Hat es Sie denn mal gereizt, selber Regie zu führen? Sehr, ja. Gerade im Moment ist das ziemlich aktuell, ja. Und warum bisher noch nicht? Weil du ein gutes Drehbuch brauchst und es ist die Frage, wo kriegst du das her? Und das schreibt dir ja keiner, außer du dir selbst. Und da arbeite ich gerade dran. Toll. Das können Sie nochmal, Sie haben mir vorhin beim Kaffee erzählt, weil Sie Rainer Kaufmann erwähnten, dass der mit Ihnen unbedingt die Apothekerin machen wollte. Und ich fand das sehr spannend, wie Sie erzählt haben, wie bei diesem Film standen ja noch zwei andere Schauspielerinnen zur Verfügung, alternativ, die der Produzent auch gerne gehabt hätte. Aber warum dann letztendlich doch klar war, dass diese Rolle eigentlich Sie am besten füllen können, ohne die anderen schlecht zu machen, die sind hervorragende Schauspielerin. Aber für diese Rolle speziell waren Sie eben. Genau. Ja, man muss dazu sagen, also ich habe mit Rainer Kaufmann ein Fernsehspiel gedreht. Das hieß Stadtgespräch und das lief auf dem Münchner Filmfest, ich weiß nicht, 1870 oder sowas. Und, wir haben als Fernsehspiel interessanterweise, damals war das noch nicht, heute ist das ja, besteht das nur aus Fernsehen, damals war das schon echt ein großer Ritterschlag, dass wir dort überhaupt liefen. Und dann gewannen wir auch noch den Preis des Filmfestes, ja. Und daraufhin stand dann wieder ein Verleiher auf der Matte und sagte, er würde den Film gerne ins Kino bringen. Und Rainer Kaufmann war total betrübt und sagte, mein Gott, wenn ich das als Kino gemacht hätte, ich ihn ganz anders gefilmt und ne. Jedenfalls kam der ins Kino, das war, glaube ich, Buena Vista International und hatte irgendwie über 2 Millionen Zuschauer oder so, völlig Wahnsinn. Und dann drehte Rainer als nächstes quasi seinen ersten Kinofilm, obwohl er jetzt schon einen Kinofilm hatte, den er aber, so, jetzt war also nun richtig Apothekerin und er rief mich an und sagte, lies doch mal von Ingrid Noll die Apothekerin und vergiss das dann wieder. Ich sage, okay, habe ich gelesen, habe gesagt, ich habe es gelesen, ich habe es schon wieder vergessen. So, und dann erzählte er mir eben irgendwann, dass Senator das machen soll, Produktion und Verleih, die gibt es inzwischen, also gibt es noch, aber den Chef dann nicht mehr. Mit dem hatte ich auch schon gedreht, also Hanno Huth war das, kann man ja ruhig sagen, dem hatte ich auch schon einen Film gedreht, der hat auch viel Geld verdient dadurch, durch mich. Ich wusste also, dass der Produzent eigentlich mich schätzt oder so. Der wollte aber nicht, dass ich das spiele. Und zwar deswegen, weil er eine andere Sicht hatte auf die Figur. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Film gesehen hat, die Apothekerin. Nicken ein paar Leute, genau. Und er hatte einfach eine andere Sicht auf die Figur als Rainer. Und dann hat Rainer gesagt, ich mache jetzt nochmal auf, hat abgesehen von mir noch zwei andere großartige Schauspielerinnen eingeladen. Wir haben alle also gecastet. Und dann rief er mich an und sagte, pass mal auf, ihr seid alle drei, also okay, es sind alles gute Schauspielerinnen, das ist unberufen, aber ihr seid alle drei eine gute Apothekerin. Aber ich möchte es mit dir machen. Und zwar zum einen deswegen, weil ich mich sicherer fühle, weil dann sind wir zusammen, weißt du? Und zum anderen, weil ich finde, dass diese Apothekerin eigentlich eine bürgerliche ist, bei der man nicht genau weiß, ist sie Täter oder Opfer. Das heißt, die muss so ein bisschen glitschig sein, weißt du, das ist so ein unklarer Weg. Du siehst die nicht und sagst, die ist die Böse oder die ist die Gute, also Täter oder Opfer, sondern das,
Jeder wird am Schluss an seiner eigenen Moral gepackt, um zu schauen, was ist sie denn? Wessen Geisteskind ist sie? Und dann hat Rainer Kaufmann etwas gemacht, was ich meinen Lebtag niemals vergessen werde. Man darf nicht vergessen, er war ein junger Regisseur, sein erster großer Kinofilm. Dann ist er zu Hanno Huth gegangen und hat gesagt, Herr Huth, Sie wollen, dass ich diesen Film drehe. Das könnte auch Sönke Wortmann machen oder Katja von Garnier, das sind großartige Regisseure. Sie wollen, dass ich es mache. Ich mache es mit Katja oder ich mache es nicht. Das war... Und dann hat Hanno Huth gesagt, okay, Herr Kaufmann, machen Sie, wie Sie meinen. Ich wusste das. Und ich so, jeden Tag muss ich jetzt beweisen, dass ich die Richtige bin und so. Das habe ich dann aber einfach weggetan. Ich sagte, das hilft mir ja auch nichts. Und haben wir diesen Film gedreht, das hat viel Freude gemacht. Auch mit Jürgen Vogel und Richie Müller und so. Und das war ja ein kommerziell großer Erfolg. Ich habe dafür irgendwelche Preise gewonnen und so. Und dann hat Hanno Huth mir eine Gitarre gekauft für Bandits. Das war, glaube ich, seine kleine Entschuldigung, dass er nicht an mich geglaubt hat. Warum habe ich das erzählt? Ja, ich hatte danach gefragt. Ach so. Haben Sie auch noch Fragen oder Kommentare auch zum Film, wie es Ihnen gefallen hat? Ja. Also zum Ersten wollte ich sagen, vielen herzlichen Dank, es war ein grandioser Film. Was ich jetzt aber ganz toll fand, ist, dass Sie den Film Bandits erwähnt haben, den ich nämlich sehr mag. Wie schön. Weil das einfach, das war in der Zeit, wo ich den, und die Musik war grandios, ich habe sie immer wieder gehört, wir haben die auch heute noch zu Hause. Und ich mag natürlich auch, sag mir, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, wie heißt die Sängerin? Jasmin Tabar dabei, weil ich habe die früher auch hier in Frankfurt im Singkasten auftreten sehen, das fand ich schon toll. Und dann entwickelte sich das so, und ganz schön, dass Sie das erwähnt haben, weil das die ganze Zeit gar nicht auch so in Ihrem, wenn so gesprochen wird, was haben Sie alles gemacht, ist der gar nicht mehr Thema gewesen, fand ich ein bisschen schade. Oh doch, der ist Thema, ich bin gerade mit dem in Amerika gewesen. Ups. Mit dem Film. Mhm. Schön. Auf dem, da gab es ein Filmfestival, wir haben eröffnet, da war US-Start hier von Margaretes Film auf dem Festival, und wir haben das Festival eröffnet und nach einer Woche mit Bandits quasi beschlossen. Und das war ganz lustig, da saßen dann zur Hälfte Deutsche, Ausgewanderte und zur Hälfte Amerikaner drin, und da sagte eine Amerikanerin, können Sie mir mal sagen, warum es solche Filme nicht in Amerika gibt mit solchen starken Frauenfiguren? Das fand ich so lustig, weil ich sage, who am I to tell you? So. Und ich sagte dann, nein, in Amerika gibt es ja wirklich ganz viele tolle, großartige Frauenfiguren. Also ich konnte ihr da jetzt nicht recht geben, aber es war total nett, dass sie es gesagt hat. Aber das ist schön, das zu hören. Prima. Und dann habe ich noch eine Frage. Diese Idee mit der freien Trauung, wie ist denn das entstanden? Ach so, das fand ich jetzt total witzig. Ist eine Freundin von Margarete. Ich hatte davon auch noch nie gehört, das ist aber tatsächlich eine Freundin von Margarete von Trotter, die damit ihr Geld verdient. Und die hat uns das auch alles gesagt, wie das so geht mit diesen Formularen und den Fragen und so weiter, und dass man sich das dann aussucht. Dieses ist ja völlig absurd, oder? Nach diesem Naturvölkerkundemuseum oder so. Ne? Das gibt's tatsächlich. Das ist nicht erfunden von Margarete. Okay. Ich dachte auch, hä, was schreibst du da? Das gibt es. Okay. Gibt alles. Danke. Und dann Wahnsinn. Noch ein letztes, mit Matthias Habich zu drehen und Leuten wie Rüdiger Vogler, muss ja das war toll sein. Also Matthias und ich, wir kannten uns ja schon, wir hatten mit Tom Tölle, Gott hab ihn selig, schon vor vielen Jahren mal einen Film gedreht. Und Matthias ist damals, als ich aus Neukölln wegzog, in unsere Wohnung gezogen in Neukölln. Also, daher kennen wir uns, ja. Nein, ich habe ihn wahnsinnig gerne, und wir hatten wahnsinnig viel Spaß, weil wir haben den Film, die ersten zwei Wochen haben wir in dem ganzen Haus Paul gedreht, seinem Haus. Also wir haben den Film quasi eröffnet mit den ganzen Szenen von Matthias und mir, und das war ganz toll, und he's such a diva. Ich liebe ihn dafür. Sehr gerne. Ich wollte Sie fragen, Sie haben mehrfach jetzt angedeutet, dass Sie Fernsehfilm
nicht so für sich in Frage kommt. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie erklären können, was an Fernsehfilmen für Sie so anders ist oder zum Beispiel auch an diesen erfolgreichen Serien, die ja vielleicht jetzt im Kommen sind von den Amerikanern auch, was daran für Sie das nicht so wahrscheinlich macht, dass Sie sowas machen. Doch, ich mache das. Ich mache tatsächlich Fernsehen, aber vorhin war die Frage nach dem Tatort und Polizeiruf. Also ich meine, das Fernsehen besteht zum größten Teil aus Tatort und Polizeiruf. Insofern haben Sie natürlich so. Aber das ist für mich nicht so eine richtige Option. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch, das ist jetzt bei Till ein bisschen was anderes. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch heikel, ne? Weil dann bist du eben der Tatortkommissar und plötzlich sollst du dann so einen Jazz-Schlagzeuger spielen irgendwie. Also das ist überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, E-Fernsehen. Überhaupt nicht. Also ich habe einen Film dieses Jahr gedreht mit meiner Freundin und wunderbaren Kollegin Nicolette Krebitz, auch aus Bandits, ne, die dritte. Und wir haben auch wieder zusammen Musik gemacht. Ich merke gerade, ich habe doch echt viele Filme gedreht, wo auch so Musik drin vorkam. Ne? Das ist verrückt. Und habe ich wieder ganz viel Gitarre geübt. Und der lief jetzt in Hamburg auf dem Filmfestival. Und verrückt, da haben wir auch den Preis gewonnen. Und das ist echt ein schöner Film geworden. Die dritte im Bunde war die bezaubernde Sophie von Kessel. Die hat meine kleine Schwester gespielt. Also das habe ich gemacht. Und das war sehr interessant. Ich kann das ruhig sagen, weil ich muss ja keine Namen nennen. Nein, das muss ich Ihnen ganz kurz erzählen, weil Coco rief mich an und sagte, ey Katja, ich schicke dir jetzt mal ein Drehbuch. Ich muss die ganze Zeit an dich denken, wahrscheinlich auch deswegen, weil der Rollenname Katja ist. Und ich soll übrigens Coco spielen. Ich schicke dir das mal, okay? Lies das mal. Ich sage, okay. Und dann so Mitternacht, ich las gerade so und sie simste schon so und? Ich sage, ja, ich habe noch 20 Seiten. Und dann telefonierten wir und ich sagte, das ist interessant. Das ist interessant, da können wir was draus machen. Und sie so, ja, oder? Ich sage, ja. Aber was machen wir denn jetzt? Weil ich bin ja gar nicht besetzt. So, ja, sagt sie, ich sage das meiner Agentin. Und dann dachte ich, warte mal, wer hat das Drehbuch geschrieben? Ist ja wurscht, ich kann es ja sagen. Hardy Sturm, mit dem hatte ich einen Film gedreht, seinen Debütspielfilm. Und dann sage ich, weißt du was, ich rufe Hardy an. Ich kenne den. So. Rief ich Hardy an. Hallo Hardy, hast du immer noch so viele Blumen? Sag ich zu ihm. Ja, Katja. Ich sage, du hast ein tolles Drehbuch geschrieben. Ja, sagt er. Mensch, schade, dass du das nicht machen kannst. Habe ich ja für dich geschrieben. Siehst du ja am Rollennamen. Ich so, what? Ja, aber du hast ja keine Zeit. Ich sage, ich habe Zeit. Oh Gott, sagt er, ich muss sofort die Produzentin anrufen. Zu dem Zeitpunkt hatten schon drei Kolleginnen von mir diese Rolle abgesagt, weil sie alle sagten, die ist so unsympathisch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich diese Rolle spielen dürfte. Das ist ja ein völlig absurder Vorgang. Ich würde ihr einen anderen Namen geben, das haben wir dann auch gemacht. Und die Rolle ist ja jetzt gedreht. Und selbst meine Agentin, die so sich geschüttelt hat, das ist so unsympathisch, diese Rolle, hat es zurücknehmen müssen. Also so viel nochmal zur Frage der Freiheit, dessen, was kannst du kreieren. Das hat manchmal damit zu tun, was liest du, wie siehst du etwas, was ist deine Perspektive auf eine Rolle und wo kannst du schon sehen, naja klar, das müssen wir wegmachen, da müssen wir das dahin tun und das ist die Essenz und darunter steckt aber diese Not. Und das haben wir versucht mit dem Film, der kommt nächstes Jahr im Herbst ins Fernsehen, da freue ich mich, wenn Sie sich den anschauen. Ja, das ist eine gute Frage. ARD. Erstes Programm ist das. Der heißt Frauen. Der wird vielleicht später drei Frauen heißen oder so. Vielleicht heißt er aber auch Der Schmerz in meinem Herzen wird nie vergehen. Oder Als Hanna kam. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe ja immer so komische Titel oder so. Ne?
So, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das so ausführlich erzählt habe. Das ging, glaube ich, um die Betrachtungsweise auf Rollen und ob ich Fernsehen mache, ja. Ja, mache ich, auf jeden Fall. Und zum horizontalen Erzählen und zu den Fernsehserien sage ich nochmal was. Ich würde wahnsinnig gerne eine Fernsehserie drehen. Wie Borgen oder Die Brücke oder Homeland. Oh. Das wird aber nicht gemacht, wenn man sich sowas anschaut wie Netflix oder jetzt kommt ja als nächstes Amazon, da wird jetzt ein Ding nach dem anderen rausschießen, die eben eigene Produktion machen. Die gehen ja in alle Länder und sagen, okay, wir muss ja jetzt nicht nur amerikanische Serien sein, sondern wir Netflix oder wir Amazon, wir gehen nach Dänemark und wir finden Produzenten, mit denen wir zusammen eine Serie produzieren für dieses Land, was aber auch natürlich woanders dann geschaut werden kann. Und das machen alle Länder bis auf Deutschland. Wir haben hier eine Diktatur von Redakteuren, das ist wirklich betrüblich. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt. Soweit ich weiß, ich bin kein Fachmann, läuft gerade heute Abend auf RTL diese erfolgreiche deutsche neue Serie, die in den USA erfolgreich war, genau. Ja, 83. Ja. Lief die schon in den USA? Das weiß ich nicht, ob die da schon lief. Ja. Die lief in den USA, wo denn TV. Auf einem... Ich hab nur die ersten paar Folgen gesehen, jetzt dieses Jahr auf der Berlinale. Also das, wo lief die denn in Amerika? Auf Sundance TV. Ah, okay. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Das ist ja von einem sehr guten Regisseur. Ed Berger hat das ja gemacht. Mit einem tollen Cast, tolle Idee. Also ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich, wie gesagt, nur zwei Folgen gesehen habe. Noch mal eine Frage, wo Sie das erzählt haben, die Vorgängerin dieses Films, den Sie jetzt gemacht haben, haben gesagt, Sie finden die Rolle so unsympathisch. Gibt es Rollen, aus anderen Gründen vielleicht, die Sie nicht mögen, wenn die auf den Tisch landen, wo Sie sagen, die unterfordern Sie vielleicht oder Sie sprechen sie einfach nicht an? Natürlich. Oder, ja, natürlich. Was sind das für Sachen, wo Sie sich sträuben? Natürlich gibt es Rollen oder Bücher oder so, wo ich sage, ach, das ist jetzt nicht so meins oder so, oder wo einfach keine Fantasie angeht oder sowas. Dieses Jahr zum Beispiel, als der Deutsche Filmpreis war, habe ich den Preis überreicht für beste Hauptdarstellerin. Ne? Und das war, da hatte ich die Akademie gebeten, weil, das kennen Sie auch von Preisverleihen, wenn Sie das manchmal im Fernsehen sehen, die Männer überreichen immer den Frauen und die Frauen den Männern. Und ich habe gesagt, können wir das mal bitte lassen? Könnte ich mal bitte, ich als Frau, weil ich weiß ja, wie es ist, Hauptdarstellerin zu sein. Und ich würde gerne einer Frau einen Preis überreichen. Das können wir doch mal einmal machen, ganz verrückt. Und dann haben die gesagt, völlig in Ordnung. Und da ging es natürlich auch in der Zeit, war ganz viel dieses Thema Quote und so. Und da habe ich dann eben meine Rede damit beendet. Und da war ich ganz glücklich drüber, dass das auch so bewillkommnet wurde. Und habe gesagt, irgendwann im Laufe unseres Lebens werden wir Filmschauspielerinnen alle folgenden Brief erhalten, den ich schon mehrmals erhalten habe. Liebe Frau Riemann, wir möchten Ihnen die Rolle der Mutter anbieten. Die hat gar keinen Namen mehr. Das ist die Mutter. Ne? So. Und dann habe ich eben gesagt, wir brauchen diese Quote, damit wir eben alle irgendwann etwas mehr sind als Mütter, sondern Schauspielerinnen bleiben. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich auch ein ganz guter Punkt, um noch überzuleiten. Es geht nämlich noch weiter in Films in Mainz, genau mit diesem Thema, nämlich wie sich da noch ein bisschen was verändern müsste im deutschen Film, damit eben genau sowas eintritt. Wir sagen ganz herzlichen Dank, ja, Katja Riemann, für die wunderbaren Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Es war ein großes Vergnügen. Dankeschön. Und an Frau Liese, die das Gespräch geführt hat. Ganz herzlichen Dank dafür. Und Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, das heute war quasi die Vorstellung auch zum DVD-Start und der Verleih hat sich freundlicherweise bereit erklärt, Plakate zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn Ihnen der Film gefallen hat und Sie möchten ein kleines Andenken mitnehmen, dann wird draußen, sind ein paar Plakate aufgebaut, können Sie sich eins mitnehmen. Ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg und bis bald wieder hier im Filmmuseum. Tschüss.